Hallo zusammen. Heute geht es um die Jagd auf Impala. Impala sind eine der am häufigsten Antilopenarten im südlichen Afrika und sind daher für den Bogenjäger sehr interessant. Bei Impala haben nur die männlichen Tiere Hörner. Die werden so um die 50 Kilo schwer und haben eine extrem schnelle Reaktionszeit. Als erstes haben wir den Lutz, wo der zusammen mit Hugo im Blind sitzt und auf einen sehr starken Impala-Ram jagt. So, wir sind jetzt im Nordnatal, Impalas. Hier gibt es schon viele. Wie ihr sehen könnt, wir haben heute einen schönen Autobock geschossen und den ja, Lutz. Ich freue mich auch sehr darüber, über die Möglichkeit, hier bei euch jagen zu dürfen. Mein erstes Stück Wild in Afrika, ein unvergleichliches, tolles Erlebnis. Nordnatal. Leutnants Dank. Vielen Dank. In Südafrika gibt es die Tradition, wenn man das erste Stück Wild in Südafrika erlegt hat, muss der Jäger einiges durchmachen. Und was genau es ist, wird der Lutz jetzt erfahren. Wenn du jagen tust Ja. in Afrika, Ja. dann darfst du die Lebe davon essen. Du brauchst nicht die ganze Lebe zu essen. Okay. Du musst aber einen anständigen Happen rausnehmen. Warum? Das ist bei uns so. Ist es parasitenfrei? Das werden wir morgen frisch machen. Guck, dafür hast du dieses Messer. Und dann schneidest du dich jetzt davon. Das darfst du jetzt nun essen. Du brauchst Okay, jetzt nicht gib mir einen alles zu Tipp, essen. lass ihn mal einen Schnaps daneben stellen. Ja, der kommt gleich. Ja. Okay. Und der Schnaps, den ihr kriegt, der gilt für alle. Ja. Okay. Und der Schnaps ist so: Wir warten alle, dass du die Leber runtergeschluckt hast. Das Stückchen da. Ja. Und Okay. dann trinken wir alle mit dir zusammen. Okay. Aber dies ist ein Spezialschnaps. Und dieser Schnaps trinkt man nur einmal. Okay. Entweder für das erste Mal, wo du an dieser Bar bist, Ja. und für dein erstes Stück Wild, was du in Afrika erlegst. So, den Schnaps trinkt man nur einmal. Man darf den nicht vorriechen und nicht vorkosten. Okay. Du hebst ihn vom Tisch ab und du Ja. trinkst ihn. Hast Okay. du gehört? Alle oder nur ich? Alle. Ja, alle. Okay. Ach ja, alle. Uiuiuiuiuiuiuiui. Das schaffst du, Lutz. Was ist Nein, nein, das lass! Alle müssen lassen, wir trinken nicht nur alle schön zusammen. Ohne Gläser. Die Gläser kennst du doch. Ja. Alter Schwede. Okay, hau weg. Bald man's heil. Da geht er. Dann zeig Nur nicht zu lange kauen, dann wird sie mäderig. Herzlichen Dank für dieses tolle Erlebnis und dass ich diesen Brauch zum ersten Mal genießen darf. Lass dir schmecken. Er genießt auch noch. Schmeckt lecker. Am zweiten Morgen saß ich im Blind mit meiner Frau. War einiges los, aber nicht das Passende dabei. Und auf dem Rückweg zum Camp haben wir hier den Impala gesehen. Dann habe ich mich spontan entschieden, eine kleine Pirsch zu versuchen.
Wir keine Deckung mehr hatten, war die Schussentfernung um einiges weiter, als ich mir das erwünscht habe. Deshalb habe ich relativ tief angehalten. Also Thema String Jump ist beim Impala sehr relevant. Also habe so tief Herz gehalten. Und wie man in Zeitlupe sehen kann, hat der Impala sich in der letzten Sekunde geduckt, also oder Bruchteil einer Sekunde. Aber der Schuss war noch extrem gut. Also oben durch die Lungen und ist wahrscheinlich so 40, 50 Meter gelaufen. Und ja, bin sehr froh, dass es also gut geklappt hat. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.